Holz als Quelle für nachhaltiges Leben. In Schweden arbeitet Paper Province daran, eine auf Erdöl basierte Wirtschaft umzustellen auf eine umweltfreundliche Wirtschaft, die kunststofffrei ist. Der Industriecluster hat sich zum Ziel gesetzt, die Rohstoffe der schwedischen Wälder zu nutzen, um nachhaltige Alltagsgegenstände herzustellen. Der Cluster wird vom EU-Kohäsionsfonds unterstützt. Pellas Unternehmen ist Teil des Clusters. Ich wollte die absolut schönsten Kajaks der Welt entwickeln, die noch dazu nachhaltig hergestellt werden. Damit wollte ich die Industrie komplett verändern. Das war die Grundidee. Die Wirtschaft muss verstehen, dass der Wandel vom Kunststoff in eine von fossilen Grundstoffen unabhängige Zukunft einen Geschäftswert hat. Paper Province besteht aus 104 Unternehmen, Forschern und Wissenschaftlern. Das Gesamtbudget beträgt 9,1 Millionen Euro. Mehr als ein Drittel wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Die Zielbranchen sind Bereiche wie Verpackung, Energie und Sport. Die meisten der hergestellten und geprüften Produkte haben die breite Öffentlichkeit noch nicht erreicht. Aber Pellas Kajak ist fast fertig. Seine CO2-Bilanz ist viel geringer als die eines ähnlichen Kajaks aus Plastik. Die Erfolgsgeschichte beginnt mit Holzpellets, Mais und diesem 3D-Drucker, dem größten der Welt. Nichts geht verloren und der Wald wird gehegt. Die Bäume hier binden Kohlenstoff. Ein Kubikmeter Holz enthält 900 Kilogramm CO2. Wir pflanzen drei Bäume für jeden, den wir fällen. In Schweden fällen wir weniger Bäume, als das jährliche Wachstum ausmacht. Also bauen wir tatsächlich mehr Kapital im Wald auf. Paper Province schult Unternehmen auch im Bereich Geschlechtergleichstellung. Das ist Teil eines Paradigmenwechsels und hat hier funktioniert. Sophie ist 21 Jahre alt. Die Tochter eines Fleischers fährt einen LKW mit Greifkran und steuert diesen mit einer Augmented Reality Brille. Es gibt immer mehr Frauen in diesem Bereich. Man sieht viele Frauen, die große Trucks wie diesen fahren und auch andere LKWs.